Wir starten im Objects. Im Menü wählen wir Datei, Neue Show. Mit dem Explorer kopieren wir uns Fotos in den Pick-Ordner und Musik in den Sound-Ordner. Nun laden wir uns Fotos ins Leuchtpult. Auch die Leinwand aktivieren wir. Nach diesen Vorbereitungen ziehen wir Fotos einzeln oder in Gruppen vom Leuchtpult in die Bildspuren. Stark strukturierte Fotos lassen wir für den Betrachter länger stehen. Schnell erfassbaren Fotos reicht eine kurze Standzeit. Häufiges Speichern des Projektes erspart uns Ärger. Früher oder später fügen wir Musik in die Tonspuren ein. Unseren Kommentar können wir direkt auf die Tonspur sprechen. Sehr beliebt ist das Reinzoomen in ein Foto, um Details darzustellen. Überblendungen lassen sich kurz oder lang gestalten. Bei langsamer Überblendung entsteht durch die Überlagerung das dritte Bild. Mit M-Objects kann man auch Videos einbinden. Auch in Videos kann man hineinzoomen und man kann das Bildfeld auf der Leinwand verschieben. Ja, super. Im Abspann sollte unser Name erscheinen und auch der von Autoren der Hintergrundmusik und anderer Quellen. Zu unserer großen Freude können wir völlig stressfrei arbeiten. Ganz nach Belieben können wir jedes Detail ändern, wie wir es uns vorgestellt haben. Alles andere bleibt erhalten. Unserem Einfallsreichtum sind praktisch keine Grenzen gesetzt. Und wer jetzt mitmachen möchte, der kommt in die Multivisionsgruppe jeden ersten Mittwoch ab 18.30 Uhr im Clubraum Heiligkreuz. Und jeden dritten Mittwoch ab 19 Uhr online. Ciao!